Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warships. Heute featuring der Omaha. Ja, letztes Mal wurde kommentiert, sind da gar nicht 10 oder so viele Geschosse, wie ich da gesagt habe, die da fliegen, weil wegen den Karkassengeschützen, die hier an den Seiten sind. Das ist richtig, meinte ich auch eigentlich eher so. Ich habe ja sogar auf die Karkassengeschütze, bin ich ja sogar eingegangen, ne, dass die an den Seiten sind. Und wenn die an den Seiten sind, die können natürlich hier nicht durchschießen. Das ist ja eigentlich relativ klar. Wollte ich nur an der Stelle nochmal kurz wiederholen. Wir sind, wie soll es anders sein, auf einer Map mit ein paar Inseln. Erstaunlicherweise langweilt mich die Map noch nicht, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also irgendwie, die Map ist hier so nebensächlich, dass sie mich erstaunlicherweise nicht langweilt. Sonst langweile ich mich immer relativ schnell, wenn ein Spiel nur relativ wenig Maps hat. Heute featuring der Omaha, schon gesagt, wir sind ziemlich low-tier. Also es gibt ein paar Siebener, zum Beispiel jeweils zwei Nagato-Kreuzer, Nagato-Schlachtschiffe in den gegnerischen Reihen. Ups, da ist eine Cleveland. Ich werde mal kurz drosseln. Kann von mir aus vorbei. Die Cleveland ist auch eine 6er, eine höhere. Die hat ziemlich nette Geschütze. Das sieht man hier. Jeweils 3er Batterien. Und davon gar nicht zu wenig. Das sind zwei 2er Batterien auf der Seite. Da sind nochmal zwei 3er Batterien. Also sind 3, 6, 8, 10, 13, 16 Geschosse, die sie jeweils in eine Richtung feuern kann. In der Ausstattung, wenn ich das richtig sehe, hat außerdem ziemlich nette Anti-Air-Bewaffnung, ist eigentlich die T6er St. Louis, könnte man sagen, nur in schnell. Da gibt es auch richtig Trommelfeuer, wenn das Ding loslegt. Ich bleibe einfach mal in der Nähe von der Cleveland. Ich denke mal, Matt Jan, der wird schon wissen, was er hier tut. Wir in unserer Omaha, ja, leider noch nicht allzu viel. Können noch nicht mal auf den Zerstörer dort wirken. Das ist sehr bedauerlich. Das ist übrigens ein Niklas Zerstörer. Ich glaube, der ist 6, ne? T6. Oder doch T5? Ne, T5. T6 war das nicht. Ich dachte, die Niklas wäre schon T6. Dann müsste ich den... Ah, nee, ich habe den Niklas ja auch schon. Ha! Stimmt! Ich habe sie mir gestern freigeschaltet. Hab gestern ein bisschen World of Warships so gedaddelt, ohne großartig aufzunehmen. Und da habe ich mir die Niklas tatsächlich freigeschaltet. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich fahre mal hier so ein bisschen in die Richtung. Was kommt denn da? Eine Cleveland. Also eigentlich machbar. Wenn ich nicht gegen den Berg schießen würde. Und schon wieder gegen den Berg schießen würde. Dahinter ist noch eine Anoba. Oh, wir kriegen jetzt ordentlich Geschosse hier rein. Ah, scheiß Leck, Mann. Aua. Stop it. Don't shoot me. Wer ist denn da noch hinter mir? Oh, guckt euch das an. Eine Mogami. Das ist, glaube ich, auch ein 6er. Die, oh ne, sogar ein 7er. Not bad. Da ist eine Aoba, da ist eine Omaha. Schießen wir einfach mal auf die Omaha so ein bisschen. Oh, guck mal, Torpedos. Von denen ich ganz einfach mal wegfahre. Müsste ich eigentlich wegkommen. Da kommen noch mehr Torpedos. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Können die mal endlich despawnen? Da ist die Ober. Ah, wir kommen gut weg. Das war ein angenehmer Treffer. So, wen haben wir denn da? Schießt einfach mal so. Ich mach mal langsamer, weil dann kann ich noch ordentlich mal drauf schießen hier. Mach mal einfach Fullstop eben. Kann ich danach mal auf AP wechseln. Jetzt aktuell ist eigentlich HE vielleicht sogar ein bisschen besser, aber jetzt brennt er schon. Oh, er steht. Wenn er steht, ist das natürlich auch sehr schön. Dann bratze ich ihm einfach so ein bisschen aufs Deck.
Ich würde mal meinen Speer jetzt, mein Speeflugzeug endlich mal rausschicken. Das habe ich mir die ganze Zeit aufgespart. Ja, das läuft doch ganz gut gerade. Oh, da, der kommt gut. Er fährt wieder. Ich bleib mal stehen. Ich werde ihm dann versuchen, auf die Wasserlinie so ein bisschen zu zielen. Oh, die kommen, glaube ich, ganz gut. Oh, nicht mehr getroffen. Gut. Dann kann ich eigentlich wieder lostüdeln. Was haben wir da hinten? Das ist eine Cleveland. Auf die Kollegen komme ich da alle noch nicht drauf. Ich werde mal Richtung Cleveland fahren. Versuchen, deren ein bisschen was reinzuwürgen. Ich fährt da so schön in der Mitte gerade. Und, ja, insgesamt finde ich die Omaha eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde, die geht sogar. Man muss nur ein bisschen mit der zurechtkommen. Die hat leider nur nicht so eine hohe Reichweite. Das ist ein bisschen schade. Ich finde sie aber gefühlt etwas präziser als die Phoenix. Kann natürlich extrem subjektiv sein. Ich habe keinen klaren Vergleich gerade. Ich weiß nicht mehr die Daten. Ist jetzt nur, was ich für ein Gefühl habe. Aber das hängt auch immer von Spiel zu Spiel ab. Also es gibt auch Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass ein Battleship präzise sein kann. Das war voll verschossen. Um Gottes Willen, eine Nagato. Ein Nagato-Kreuzer. Oh, wenden, 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 wenden. Oh mein Gott. Warum ich? Warum ich? Warum denn ich, Alter? Ey, das gibt's doch nicht. Warum kommen denn da auf einmal... Warum sehe ich die denn nicht? Ich glaube, ich habe verpeilt, auf die Karte zu gucken, aber die Torpedos müssten treffen. Oh, 5 Torpedotreffer. Holy fuck. Das hat auf jeden Fall nochmal ordentlich Schaden gemacht. 5 Torpedotreffer. Ja, gut. Ich will mir da trotzdem das Spiel mal zu Ende angucken. Ja, war ein bisschen blöd leider. Wir können uns die einzelnen Schiffe ja mal anschauen. Bisher habe ich noch keine Rückmeldung von euch bekommen, ob ich dann im Spiel drinbleiben soll, auf wenigen Statistiken oder ob ich einfach rausgehen soll. Mich interessiert mal Nagato. Haben wir einen Nagato im Team? Ich guck mal. Ja, wir haben einen Nagato. Das ist eine Fuso, das sieht man relativ deutlich. Das ist eine Phoenix, wa? Ne, eine Omaha. Ich habe die Abschussrampe gerade nicht gesehen, klar, Omaha. Das müsste eine Nagato sein. Ja, das hier ist eine Nagato. Man sieht die fetten Rohre. Das Teil hat auch eine ziemlich nette Anti-Air-Bewaffnung und sehr viele Bordgeschütze, sieht man hier. Ich glaube, später geht es sogar tatsächlich. Ich meine, in einem Stream haben wir darüber geredet, ob die Bordgeschütze nicht auf Flugzeuge schießen. Ich meine, die Sekundärbewaffnung kann später auch auf Flugzeuge schießen bei den höherstufigen Schlachtschiffen. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich meine aber, das geht. Ich meine, ich habe das irgendwo gesehen. Kann aber auch sein, dass es ein Fake war. Aber ich glaube, das ist drin. Oh, die Cleveland kriegt jetzt, glaube ich, ganz gut. Ja, weg. Macht kaum Schaden. Die Dinger machen wirklich null Schaden. Also ich finde die Sturzkampfbombe nicht so gut. Vorhin war, glaube ich, auch ein Sturzkampfbombe auf mich drauf. Schön reingedreht. Und ich hatte da nicht das Gefühl, dass ich da großartig Schaden von denen bekommen habe. Schauen wir mal weiter. Das ist eine Ranger. Ziemlich großes Teil. Hält auch eigentlich ganz gut was aus. 45.000 HP hat das Ding. Und ja, eigentlich glaube ich gar nicht so viel Anti-Air im Vergleich zur Independence. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob die Anti-Air vielleicht ein bisschen stärker ist. Das da sind auch Flaks. Ich meine, das sind keine Bordgeschütze für Range. Ich glaube, das sind auch Flaks. Flakgeschütze. In den Seiten haben wir überall Flak. Oh, wobei, doch, da sind ja überall diese kleinen Ausbuchtungen. Es kann dann durchaus sein, dass die kleinen Geschütze hier doch tatsächlich keine Flaks sind, sondern für Artilleriegeschosse. Sekundärbewaffnung eben. Der kriegt aber gerade gut von der Nagato. Es kommt hier aber auch eine Nagato, eine Fuso vom freundlichen, verbündeten Team. Versucht jetzt scheinbar die Ranger zu retten.
sieht eigentlich ganz gut aus für uns, muss ich sagen. Und diese 5 Torpedos haben mir, glaube ich, echt das Spiel nochmal richtig gerettet. Bin zwar draufgegangen, weil ich die nicht gesehen habe, ich weiß gar nicht. Ich war völlig überrascht, ich hätte öfter auf die Karte gucken sollen. Ich sollte die Karte vielleicht ein bisschen größer machen. Ja, aber man sieht ja auch nicht die Namen von den Schiffen auf der Karte und... Zwei Nagatos, die da auf einmal um die Ecke kommen, das war ja mal wirklich mega heftig. War voll in der Range der Sekundärbewaffnung. Keine Chance hast du da. Da geht das Leben dann richtig schnell von dannen. So, das war die Nagato. Jetzt haben sie nur noch eine Fuso. Ah, das war's sogar schon. Das war's schon. Ein schöner Sieg. Gucken wir mal in die Teambewertung. Ich habe, glaube ich, viel. Ja, dritter Platz immerhin. Schauen wir mal den Schaden an. Oh, 40.000. Es hat einfach 40.000 Schaden gemacht. Und noch einen Leck geschlagen. Aber ich glaube, das hat er repariert. Sonst hätte ich dann noch mehr Schaden gehabt. Ein Torpedo ging nur daneben von den 6, die ich abgefeuert habe. Nur einer ging daneben. So, von der normalen Munition, ja, 15.000 Schaden. Also rund 55.000 Schaden habe ich die Runde gemacht. Die Torpedos haben mir das Spiel wirklich noch gerettet. Das war ganz nett. Da konnte er, glaube ich, auch nicht wirklich ausweichen. Ich glaube, die Nagato ist da nicht so... nicht wendig genug. Vor allem, weil die so eng kam. Er hätte ja sonst seinen Freund gerammt. Dann hätte er vielleicht sogar noch den 6. abbekommen. Ein bisschen reindrehen hätte er wahrscheinlich können. Dann wären nicht 5, hätten nicht 5 getroffen. So. Ein Wassereinbruch verursacht. Naja, gut. Zumindest eine Mission abgeschlossen. Das war ganz nett. Ja. Die Klemsen habe ich jetzt nämlich durch. Deswegen bin ich hier bei der Niklas. Habe sie mir aber noch nicht gekauft. War noch am Überlegen, ob ich das schon machen soll oder nicht. Ich werde jetzt gerade auf die Cleveland spielen. Da habe ich jetzt die Hälfte ungefähr durch. Auf die freue ich mich schon ziemlich. Da bin ich schon gespannt, wie die sich so spielt. Und ja, bei den Japanern bin ich eigentlich hauptsächlich die Battleships am Spielen tatsächlich. Die Kreuzer haben mich da noch nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, wenn ihr die Japaner schon gespielt habt und Kreuzer gut findet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, was es da für empfehlenswerte Schiffe gibt. Die Zerstörer, die machen einen sehr guten Eindruck teilweise. Sind irgendwie noch einen Tick, zumindest gefühlt, mobiler als die... Nee, doch nicht. Die Klemsen ist sehr mobil. Die Klemsen war wirklich sehr mobil. Aber hier, wenn man die 5er nimmt, Niklas... 84, 86 und bei Japan die 5er, das ist die Minekatsev, 88, 89, ja, da sind sie durchgehend ein bisschen mobiler. Von den Torpedos her, müsste ich mal vergleichen. So, was ich jetzt aber schauen wollte, das können wir mal kurz machen, die Omaha, von der Präzision her voll ausgestattet, 10%, 12,7, das heißt, wir haben eine maximale Steuerung 120 Meter. Brandwahrscheinlichkeit nach HE-Treffer 12%. Für einen einzelnen HE-Treffer oder was? Nehme ich mal an. Dann gucken wir mal bei der Phoenix. Da sind wir bei 128 Metern. Ja gut, das ist eine minimale Verbesserung. 120 Meter maximale Streuung, 128 Meter maximale Streuung. Aber trotzdem so vom Schnitt her, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Omaha genauer ist. Ist ja auch die maximale Streuung. Das heißt, man weiß ja nicht, wie die durchschnittliche Streuung quasi ist. Ja, gefühlt muss ich sagen, ein bisschen präziser. Gefällt mir eigentlich ganz gut, das Schiff. Ist jetzt aber kein mega geiles Teil. Also ich werde es danach verkaufen, denke ich mal. Nachdem ich die Cleveland kommt dann, ne? Die Cleveland habe. Genau wie die Phoenix. Die verkaufe ich auch. Demnächst. Ich habe die noch drin, weil viele ja noch Vierer haben und mit Vierern spielen und sonst hätte ich nur die Klemsen als Vierer. Deswegen habe ich die Phoenix noch in der Garage. Werde die aber auf kurz oder lang auch verkaufen. Vielleicht gehe ich auch mal in Richtung der japanischen Vierer-Kreuzer der Kuma und werde mir die noch in die Garage stellen. Dann habe ich zumindest noch was, was ich immer mal spielen kann, weil für die Aoba braucht man ja auch 20.000 Erfahrungspunkte. Und deswegen kann ich da diesen Vierer wirklich lange in der Garage behalten. Vielleicht mache ich das noch. Mal schauen. Gut, aber das war es dann auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Tschüss.